Während die Community Bar Kaneko bereits ein voller Erfolg war, heben wir das Ganze jetzt auf die nächste Stufe. Hi, ich habe heute wieder ein Projekt von meinem Discord, entstanden aus der Zusammenarbeit zwischen Atkins, Dev und meinem Discord. Wie auch damals die Community Bar Kaneko eben ein Projekt von der Community für die Community auf Basis von einem Open Source Modell angepasst auf, naja, uns. Diesmal aber in einem bisschen größeren, komplexeren Ausmaß. Es ist halt eine TKL, das Ganze ist größer und erfordert ein bisschen mehr Arbeit. Aber trotzdem sehr, sehr nice. Werdet ihr gleich sehen. Zwei wichtige Punkte vorab. Erstmal ist das hier ein Prototyp, das heißt, es können noch Änderungen geben. Wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall den unten verlinkten Kanal verfolgen. Da kriegt ihr dann absolut alles mit. Und das hier ist eine kostenlose Review-Unit. Ich bezahle dafür nichts, ich muss sie aber auch am Ende zurückschicken. Ich kriege hier nichts geschenkt, ich mache das hier aus Nettigkeit. Was aber auch nochmal dazu gesagt sein sollte, ist, dass ich die Creator eben kenne und gut mit denen bin. Das könnte also gewisse Vorbehalte bei mir hervorrufen. Und das Board kommt natürlich normalerweise auch nicht zusammengebaut, das müsst ihr selber machen, das ist ja das Tolle daran, ja, ist ja klar. Und auch die Patina ist auf dem Gewicht nicht drauf, die ich jetzt noch im Video zeigen werde, ist aber eine coole Möglichkeit, auch das ist dann wahrscheinlich besser, wenn man es einfach selber macht. Allerdings kommt das Teil mit einem Tragecase und Mikrofasertuch, das Ganze auch gebrandet. Und in dem Tragecase sind dann normalerweise die ganzen Bauteile enthalten, die ihr braucht, sprich die Plate, die Platine, das Daughterboard, alles, was hier eben schon verbaut ist und was benötigt wird, um die Tastatur am Ende zusammenzubauen. Natürlich Switches, Keycaps und Stabilizer könnt ihr alle selber aussuchen und müsst ihr auch dementsprechend selber dazu kaufen. Das Board hier catcht ziemlich hart mit einem markanten Seitenprofil, was so eine Art Hommage darstellen soll an die OTD 360C. Das ist ein absoluter OG, wenn es um Custom-Tastaturen geht, ein Klassiker schlechthin. Auch eine Tastatur, die das Hobby ja mitgeformt hat, könnte man quasi sagen. Genauso ein bisschen wie die Community Bar Kaneko. Da lassen sich schon Parallelen erkennen. Wir haben ja auch diese Naht, die zieht sich komplett um die gesamte Tastatur rum. Wir haben diese Stufe im Seitenprofil drin. Und das Ganze ist dann noch abgerundet mit einer Cherry Lip vorne. Das holt einen dann so ein bisschen mehr in die aktuelleren Trends im Custom-Bereich. Das Ding hier wird es geben in WinKey, also ganz normal, wie man es kennt mit Windows-Tasten, in WinKey-less, also so ein bisschen mehr für diesen ja, typischen High-End-TKL-Flair und auch in HHKB, was eine sehr krasse Seltenheit aktuell noch ist, aber auch mehr im Kommen ist. Es gibt doch immer mehr Creator, die sowas anbieten und das finde ich persönlich super cool, denn das macht das Ding hier im Look doch deutlich exotischer als andere Tastaturen. Und ihr seht es ja hier, ich finde, es sieht schon ziemlich klasse aus. Ist ein bisschen Troll, aber vielleicht ist das genau das, was mir persönlich daran so gefällt. Das Ding ist F12 und nicht F13, sprich wir haben nur 12 Funktionstasten. Das ist der Standard. Also es gibt natürlich auch TKLs, die haben eben diese eine mehr. Ich bin der Meinung, gerade bei dem Board sieht das so besser aus. Aber das ist euch überlassen. Und natürlich bei gerade so größeren TKLs ist ja das Gewicht immer ein fetter Selling Point. Und hier haben wir ein dickes, durchgängiges Messinggewicht. Das ist schon sehr große Klasse. Ein paar kleine Modifikationen hat es schon gegeben an dem Board. Wir haben eine Veränderung des Kanals für das Daughterboard, also für das Kabel, was zwischen dem Daughterboard, also der USB-Schnittstelle quasi und der Platine führt. Das finde ich persönlich relativ gut umgesetzt. Es ist ein bisschen kurz, es ist ein bisschen schwer, das Ding reinzukriegen. Dafür wisst ihr aber, das Ganze kann keinen Kontaktpunkt herstellen zwischen Platine und Case. Also insgesamt ein sehr gleichmäßiges Tippgefühl, was ihr dadurch natürlich bekommt. Denn bei manchen Boards ist es schon ein bisschen schwieriger, das richtig zu buxieren. Generell gab es auch noch andere kleinere Veränderungen, die so ein bisschen dafür sorgen sollten, dass die Produktionskosten runtergehen, damit man euch das Ding für einen verhältnismäßig günstigen Preis anbieten kann. Mehr dazu später. Was ich persönlich sehr gut finde, ist der 7 Grad Tippwinkel. Das ist dann nicht so wie bei den Klassikern im Custom-Bereich, das ist ziemlich flach.
aber wie ich finde, deutlich angenehmer für die Handgelenke. Und wir haben eine Fronthöhe von 17 mm, das ist auch ziemlich niedrig. Und dann auch so coole Gimmicks, auch das ist, geht wieder so in Richtung, ich sag mal, OG-Boards. Wir haben diese rote Alu-Plate, die dann halt unter den Tasten durchschimmert. Das ist besonders toll, wenn man ein minimalistischeres Bild machen möchte. Also ne, zum Beispiel sowas wie hier gezeigt, ne, schwarzes Board, schwarze Keycaps. Dann kann sowas schon einen tollen Akzent setzen. Ihr könnt natürlich auch beim Board dann am Ende eine andere Farbe wählen. Das würde ich euch jetzt ziemlich nahelegen, wenn ihr irgendein ausgefalleneres Set verwenden wollt. Natürlich läuft das Board auf VIA, denn es ist mit dem Waffling AT-PCB ausgestattet. Das ist ebenfalls Open Source, das heißt, die Daten dafür kriegt ihr überall. Sprich, auf so einer rein elektrotechnischen Ebene ist das Board unkaputtbar. Denn sollte mal was kaputt gehen, dann könnt ihr im Gegensatz zu vielen Boards von der Stange hier Dinge reparieren. Das geht tatsächlich schon, glaubt's mir. Und selbst wenn alles quasi vorbei ist mit der Platine, dann könnt ihr einfach eine neue bei PCBWay oder JLC bestellen. Für das Dollarboard gilt das gleiche, das ist eben von AI03, das ist ja so ein Standardding, was wir schon in zig meiner Videos gesehen haben. Natürlich kann das Board ISO und ANSI, das könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Andere Layout-Optionen habt ihr natürlich auch, sprich Split Backspace, Split Rightshift, das geht alles. Die Farbe des Boards könnt ihr so weit anpassen, dass ihr euch mit den anderen Käufern auf drei Farben einigt, plus nochmal eine Variante ohne Farbe, halt RAW, man kennt es ja. Die Farben habe ich euch natürlich eingeblendet, da gibt es eine ziemlich große Auswahl, aber ja, ihr werdet eben in der Umfrage quasi entscheiden, was ihr denn am Ende wollt. Ebenfalls anpassbar wäre die Frage, ob man eine Gravur oder keine Gravur nimmt, dieses Material des Gewichts. Was aber fix ist, ist, dass das Board Top-Mount ist. Und das kann jetzt für manche ein bisschen altbacken wirken. Ich kann euch aber sagen, dass Top-Mount nicht schlechter ist als Gasket-Mount. Es ist halt anders. Es ist halt ein bisschen härter, aber ihr habt dafür einen, ja, ich sag mal sehr, ihr habt einen snappy Sound. Also ihr habt einen, TKL-Klang, glaube ich, für den viele Leute so brennen, den habt ihr genau da an. Ihr hört es ja, ihr habt eine richtig snappy Spacebar, gerade hier mit MX Blacks ist das natürlich wunderbar kombinierbar. Das ist ja so der typische Switch für solche Builds. Und ich glaube, das ist generell etwas, was viele von einer TKL erwarten, von einer High-TKL. Das heißt jetzt nicht, dass das besser ist als andere Boards. Das ist eine Frage, die müsst ihr mit euch selbst ausmachen, ob euch das Klangprofil gefällt. Ich finde, der Soundtest kommt relativ nah daran, wie das Ding im echten Leben klingt. Hängt natürlich auch davon ab, welche Plate, Switches und Keycaps ihr verwendet. Das Tippgefühl ist halt eben relativ steif, ihr habt einen härteren Widerstand. Es ist aber auch nicht so schlimm, denn die Plate selbst ist ja auch nochmal von einem anderen Board und da sind kleine Springs drin. Da sind kleine, ja, Federelemente, kann man quasi sagen, eingeschnitten, sodass das Ding nochmal ein bisschen nachgibt, dass es nicht steinhart ist. Also ich habe auf anderen Top-Mount-Boards getippt, die deutlich härter sind als das Teil hier. Die Montage oder Demontage ist vielleicht ein bisschen schwieriger als bei anderen Boards, aber auch wirklich nichts, was jetzt allzu kompliziert ist. Ihr habt ein paar Schrauben, gut, aber ja, da gibt es eigentlich nichts, was man jetzt besonders hervorheben müsste. Preislich liegt das Board hier im Mid-End-Bereich für Tastaturen. Das sind 350 bis 400 Euro, was ungefähr angepeilt wird, was den Preis angeht. Drüber will eigentlich keiner gehen. Hoffen wir mal, dass das auch klappt. Das klingt jetzt für manche nach ziemlich viel Geld. Wenn ich euch sage, dass es genügend High-End-TKLs gibt, die für 600, für 700 oder auch für 800 Euro weggehen,
dann klingt das hier eben wie Mid-End, denn das ist es auch. Und die Leistung, die geht schon eher Richtung High-End, also liegt zwischen Mid- und High-End. Also ich würde sagen, was das Verhältnis angeht, kriegt ihr hier ein überwiegend überdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es ist besser als das Durchschnittsboard in der Preiskategorie, meiner Meinung nach. Und es kommt auch zu nah an andere High-End-TKLs, die ich schon ausprobieren wollte, die deutlich teurer sind. Ich meine, ich kenne ja auch andere TKLs, die ich privat für mich selbst gekauft habe, so wie die F284 und die Bias TKL. Und das ist jetzt natürlich eine persönliche Frage, aber mir gefällt dieses Board hier deutlich besser. Da ist man natürlich von allen möglichen Faktoren, ich sag mal, beeinflusst. Das kann auch einfach eine persönliche Sache sein, aber das ist halt meine Meinung. Ihr solltet euch nicht zu sehr darauf verlassen, aber nur, damit ihr so ein bisschen kapiert, was ich davon halte. Ich meine, am Ende bekommt ihr halt eine TKL, die 1,5 Kilo wiegt. Das Gewicht ist immer relativ wichtig, auch für so eine preisliche Einschätzung, denn ihr habt hier halt kein Board aus Gussplastik. Ihr habt eben ein Kupfergewicht in dem Board, das ist schon ziemlich ordentlich. Und der größte Faktor ist vermutlich, dass ihr einen kleinen, ja, fast schon privaten Grouper habt. Der läuft ja nicht über irgendeinen Vendor oder sowas. Das ist kein groß aufgezogenes Ding. Und das ist ja so ein bisschen die, ich sag mal, Essenz des Hobbys. Da war sie zumindest mal. Das hier ist halt ein Einzelstück im Gegensatz zur F284 oder der Bias, die es ja beide wie Sand am Meer gibt. Ich denke, die kleine Schwäche ist hier genau, dass das Ganze ein Group-Buy ist. Ihr habt halt eine Wartezeit, die ihr überbrücken müsst. Und ihr habt natürlich ein höheres Risiko als Käufer. Aber beide der Runner, also Dev und Atkins, sind schon relativ lange im Hobby und haben auch genügend Projekte gemacht, dass man diesen Leuten vertrauen kann. Für mich sind die größten Stärken des Boards einmal die klassische Art im Klang und auch im Tippgefühl. Man hat das Gefühl, man wird so ein bisschen in eine ältere Zeit des Hobbys wieder zurückgezogen, was halt wie gesagt nichts Negatives ist. Ich bin der Meinung, dass die meisten neueren Custom-Tastaturen, also zumindest für mich, so null interessant sind. Und wir haben ja zuletzt ein Design, was diese klassische Art mit moderneren, vielleicht zeitgenössischeren Elementen zusammenbringt. Das finde ich persönlich klasse. Wer jetzt Bock auf das Board hat, der sollte auf jeden Fall mal sich den Kanal durchlesen und den natürlich auch verfolgen, den ich unten in der Videobeschreibung auf meinem Discord verlinkt habe. Das ist eine direkte Verlinkung, ihr werdet sofort zu diesem Kanal geführt, das geht ja Gott sei Dank mit Discord. Da findet ihr dann die Updates, ne, wann das Ganze losgeht und könnt auch teilnehmen. Wer jetzt mehr TKL-Content sehen will, der findet auf der linken Seite ein Video zur F284, was ein interessantes Board auf jeden Fall ist. Sehr massiv und brachial, also auch durchaus interessant. Und auf der rechten Seite könnt ihr ein Video zur Bias TKL finden, ein Board, auf was ich sehr, sehr lange gewartet habe und in manchen Teilen vielleicht ein bisschen enttäuscht und in manchen Teilen auch überrascht wurde. Ich danke euch fürs Zusehen und sage ciao.